Oh Gott, dieses alte Lego-Intro von alten Lego-Spielen. Damals war das echt was Besonderes. Damals war das echt Hardcore. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What did I get myself into? Nani? Wie sich das Glas. Da hat er sich wieder hochgeheilt, der Sack. Ach, nix. X-Gamer hat das. Oh. Er hat das Glas zerstört. Vielen Dank für deine 700 Bits auf jeden Fall. Danke dafür. Ach du Scheiße. Worauf habe ich mich hier eingelassen? This is gonna be fun. Bitcrits. Möchtest du einen neuen Spielstand? Ja. Warum ist das automatisch auf Nein? Das kommt für mich so rüber, so nach dem Motto, bist du wirklich sicher, dass du das länger spielen willst? Nani? Ich komme wieder. Ich komme wieder mit Waffen. Kann ja nicht schlimmer sein als der DS-Teil. Oha. Wenn du das schon sagst, Dark Super Sonic, wenn du das schon sagst. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Vorschau sah ja schon. Naja, aus. Hoffentlich sieht's in-game schöner aus. Bionicle. Okay, dann. Was haben wir hier noch? Spiel laden, Optionen, extra. Ja, aber neues Spiel. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Oh mein Gott, look at his fucking claws. Ich find's geil, nur weil da steht nicht verfügbar, kriegt auch keine Animation. Oh, das ist noch wirklich Gen 1. Ja, das ist wirklich Gen 1. Aber ich war der Meinung, der blaue sah damals anders aus. Aber das ist... Ich erinnere mich, das ist aus den 90ern, ne? Ach du Scheiße, man kann das Spiel sogar 100% spielen. Und die großen Wesen schickten uns die Tora, um Makuta zu besiegen. Du musst ein bisschen lauter sprechen, Kumpel. Die mächtigen Tua können die Rahi vom Unheil des Makuta befreien. Yeah. Schön gemacht. Da waren das nicht die... Hilfe! Etwas verfolgt mich. Ihr müsst es stoppen. Was ist das für ein Lärm? Da, das sind doch die Originale. Warum sahen die denn eben in der Cutscene anders aus? Habe ich jetzt gerade einen an der Flöte? Ja, wir sagen immer, wenn Spinnen fliegen könnten, ne? Aber was viel schlimmer ist, wenn Bienen auf einmal Laser haben. Ihr könnt den Matoran nichts anhaben, solange mich die Macht von Mata Nui durchströmt. Oha. Außer ihr benutzt Laser. Das ist was anderes. Zurück und setzen Makutas dunkler Bedrohung ein für alle Mal ein Ende. Da, der Weiße und der Rote. Eigentlich alle, die jetzt gerade da sind, sind die aus Gen 1. Also da erinnere sogar ich mich noch dran. Das waren wirklich die Gen 1 Bionicle, die wirklich allerersten Dinger, die kamen damals.
Aber die, die eben gerade in diesem Auswahlbildschirm waren, das waren andere. Das waren andere, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem der Grüne, der hatte keine Axt, der hatte zwei Säbeldinger. Warum bothert mich... Fliegende Bienenlaser, ja. Well, this kid is gonna die. Ach so, dann ist er hier nur nicht cool genug, um sich zu verwandeln. I see how this works. Toa Tau, Geist des Feuers. Die Tamatoran sind vor den Bohrer geflohen. Oh shit. Keine Sorge, Turaga Wakame. Ich werde sie retten. Okay, then. I guess I do that. Okay, ich habe ein Schild. Ich habe ein Laserschwert. Okay, denn. Zum Springen X-Taste. Drück erneut in der Luft einen Riesensatz zu machen. Okay, Chef. So riesensatzig ist der jetzt nur auch nicht, also. Ich glaube, Springen kostet mich Energie. Ich habe so ein kleines Wackelding gerettet. Das wird mir dieser kleine Wackeldongel bestimmt danken. Oh boy. Sind das die Dinger, die ich für 100% brauche? Liegen ziemlich offensichtlich. Schütze dich, indem du eine dunkle Jungle von Elementarenergie. Das ist cooler Shit, Bro. Ah, und ich selber kann... Ach so, und um anzugreifen, brauche ich selber diesen Jazz. Okay, ich verstehe. Lade deine Energieanzeige. Oh, dieser Text ist so unglaublich langsam, ne? Anfängst und hältst, um neue Energie aus der Umgebung abzuziehen. Okay, dann. I think I understand. The fuck are you? Ich meine, es ist ein Lego-Game. Ich darf nicht zu viel erwarten. Aber trotzdem. Meine Erwartungen sind generell, sie existieren. Komme ich da irgendwie hoch? Kann ich so hoch kann ich doch nicht springen. Nope. Question that. Question that. Plane deine Angriffe genau mit dem Mehrfachblitz fesseln. Okay, dann. Guess I die then. Ich treff das Scheißding nicht. Okay, this worked. Das hat irgendwie funktioniert. Ich meine, für ein Lego-Game für die PlayStation 2 sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Also um Himmels Willen, so ist es ja nicht. Okay, und was ist das jetzt? Ich habe ein blaues Ding bekommen. Cool. Ich hätte zwar lieber das rote Ding bekommen. Ja, das Game ist echt. Also, da ist... au! Mal gucken, vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Ich meine, wir sind noch im Tutorial. Und Jigga McFick hier denkt sich auch, boah, geil. Life is awesome. Aber mal gucken. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich meine, ich habe schon Schlimmeres in meinem Leben gespielt. So ist es nicht. Mein, von der Umgebung her sieht es echt cool aus. Steuerung funktioniert. Und das sehr gut sogar. Also zumindest die Sprungphysik. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Die Kamera ist ein bisschen wobbly, aber... Ich meine, Gott. Ja, müssen wir das Geräusch immer die ganze Zeit hören?
Danke. Fort so. Ich meine, es sieht jetzt auch, wie gesagt, nicht schlecht aus. Welche mal noch gern wüsste, was das für ein Ding ist, was ich da einsammel. So ein Fingermagic. Und jetzt darf man nicht vergessen, es ist ein Game, was an Kinder geeignet ist, an Kinder gerichtet war damals. Und für die Verhältnisse ist es eigentlich gar nicht mal schlecht. Zumindest zu Anfang. Wie gesagt, ich habe schon mal Schlimmeres gespielt. Guck mal, da ist wieder so ein Wobble-Mac. Die Dinger zibbeln da im Hintergrund rum. Ja, Tutorial-Level, come on. Was erwartet man? Was auch immer da immer, ne? Auf jeden Fall ist das Ding jetzt flach. Ich meine, ich habe alle Knöpfe jetzt ausprobiert und es ist einfach da. Mal gucken. Wir lassen uns mal von unserem Kinderherzen leiten. How about that? Ne, kann man nicht. Okay. Oh, du hast auch wieder eine schöne Zeit. Alle unsere Rahi-Freunde sind jedoch vor dem Burok geflüchtet. Um für Ersatz zu sorgen, solltest du daher Mator als Helfer befreien. Vielleicht solltest du mal ein bisschen lauter reden, man hört dich kaum. Greif mich mal ein bisschen an, ich muss hier ein bisschen aufladen. Hat funktioniert. Da, was ist... Das sieht aus wie eine Maske. Heilt mich das Ding voll? Ich schätze mal, es heilt mich voll. Sieht danach aus. I don't know. I don't know. Aber Leute scheinen extra deswegen hier zu sein. So, I give what is wanted. Man könnte sich auch ein bisschen schneller bewegen, so ist das ja nun nicht. Das sieht nach Ende aus, Sekunde mal. Vor allem auch die Details hier in der Umgebung, ist nicht schlecht. Hä? What is that for? Ach so, für die Tür? Ah. Mal ein bisschen länger drin laufen. Dann laufen wir mal ein bisschen länger drin. Oder die Tür benimmt sich einfach grundlos wie ein Assi. Das geht auch. Ich kann mich ja nicht irgendwie teleportieren oder so. Nee, die geht instant wieder zu. Okay. Maske ist eine Elementarenergie. Das Ding lädt Energie auf. Okay, gut. Also tut es genau das, was es eigentlich, was ich hier erwartet habe. Aufladen. Einmal voll machen, bitte, basically. Was ist... Okay. Das ist gerade passiert. Jetzt würde ich aber dann doch gerne mal wissen, was da oben dieses komische Lichtstrahlding war. Offenbar war das ja offenbar nicht das Ende, sondern irgendwas anderes. Ja, die Teile, also ich war ja auch ein totaler Nerd damals, ne? Also ein totaler Lego-Nerd. Und gerade Bionicle war so mein Hype. Aber auch nur wirklich so die ersten paar Generationen, dann hatte ich irgendwann das Interesse verloren. Weil irgendwann... Ich habe mir mal auf Google angeguckt, wie die heute aussehen. Und Jesus Christ, sehen die heute schrecklich aus. Die sehen heutzutage richtig schrecklich aus. Das ist irgendwo nicht mehr so einprägsam, you know?
diese Tür zu öffnen. Willst du mich verarschen? Warte mal. Ich war doch da oben. Okay, und offenbar ist das Spiel buggy as fuck. Okay. Ich wollte nämlich nicht mit diesem Pissblach reden. Ich wollte hier mal hoch. Ich wollte wissen, was das hier jetzt ist. Random Licht. Nice. Hat mich, glaube ich, auch aufgeladen, wenn mich näher. Okay. I come back later. How about that? Ich fand halt das gesamte System mit diesen Waffen und den Masken. Ich fand das irgendwie cool damals. Das war einfach stylisch damals. Bionic ist im Grunde Lego für coole Kids in den 90ern gewesen. Wenn du es so ausdrücken willst. Das war basically das coolere Lego. Zumindest in den 90ern. Oh, wow. Funky Cam. Ey, ey. Kapliff. Warte mal, kann ich das Ding da oben kaputt machen? Wenn die Kamera mitarbeiten möchte? Natürlich nur, wenn die Kamera mitmachen möchte, ne? Ich meine, was ist das heute? Tag der nervigen Kamera? Ne, damit kann ich nichts machen. Scheint nur Lampe zu sein. Oh nein, Platforming Challenges! Yeah, only 90s kids will remember. Und das Coolste ist irgendwie, das sind alles Gegner, wo früher als tatsächliche Lego-Sets existiert haben. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Deswegen, das ist irgendwo schon ziemlich cool. Ich war mitten im Sprung jetzt. Do I die now? Also wenn ich jetzt nicht sterbe, bringt mich allerspätestens das hier um. Am I dead yet? Nee, okay. Land einfach hier. Okay. Okay, dann. Das da hinten waren beides Masken. Okay. Brauche ich gerade jetzt nicht. Oh Gott. Juhu. Will ich da unten denn abzappeln? Und ihr klingt wie Möwen. Ihr klingt wie Möwen. Moment, die Masken brauche ich für 100%? What? Completionist Mode activated. Ich gehe nochmal kurz zurück. Komme ich da überhaupt noch hin? Glaub nicht. I think I fucked up. I'm dead. Ah. Moment, wo bin ich jetzt? Ah, great. Okay, kein 100%. Fuck this shit. 100% does not exist anymore. Das ist ja asozial, wirklich? Wenn ich die... Das braucht für 100%. Point no return ist irgendwo Bullshit. Was kommt jetzt? Was will mich jetzt umbringen? Aua! Außerdem, die Masken laden doch nur auf. Warum soll das für 100% sein? Das wäre ein bisschen merkwürdig. Alter, ich fühle mich, als würde ich konstant Saya spielen hier. You know? Energie aufladen für Damage. Ich fühle mich, als würde ich echt konstant Saya spielen gerade. Ob es Bionicle Speedrunner gibt?
Ja, es gratiert voll die Riesen-Community. Noch mehr? Achso. Oh fuck. Don't kill me. I'm having... Ah! Ich wurde zerlegt. Ich weiß, ich hoffe, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel von diesem Spiel. Aber ich hoffe irgendwie, dass man so 3 Bionicles opfern kann, um einen Mega-Bionicle zu erschaffen. Ich weiß, ich hoffe mir gerade zu viel von diesem Spiel, aber man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Alter. Offenbar bin ich super schlecht im Bionicle. Oh Gott, laggy. Okay, guys, hype. Er ist irgendwie so der Typ. Gab's nicht auch so ein, so wie ich sein Gesicht hier immer sehe von dem Roten, ne? Ich meine, gibt's nicht auch irgendwie in Warhammer irgendwie auch sowas, was genauso ähnlich aussieht? Weil ich musste damals immer dran denken. Ah, geil. Ich bin da also hingegangen, damit wir einen Sklaven haben, der die Tür für mich aufhält. Okay, das works fine for me. Das funktioniert für mich. Das funktioniert absolut für mich. Da habe ich absolut kein Problem damit. Sklaventreibung, damit ich vorankomme. Ich bin der Held, ja. Random Magma, was mich nicht umbringt. Geil. 100% Shit. Oh fuck, what? Oh, die Dinger, ja. Oh, ich erinnere mich. Ist hier irgendwo Heilung? Nee, natürlich nicht. Dieser blöde Schild, ne? Bloodraven Space Marines. Ich habe keine Ahnung von Warhammer. Das Problem ist mit so Real-Time-Strategy-Gejatze. Damit kannst du mich jagen. Ich will das ja nicht laut sagen, ne? Aber... This game's kinda hard. Vor allem, weil ihr euch jetzt auch... Alter. Alter Verwalter, komm mal her jetzt. Oh Gott, mir wird schwindelig. I'm gonna barf. Oh fuck. This game's kinda hard. Das ist ein Bionicle-Game, what the fuck? Was habe ich erwartet? Okay. Fuck. Komm her jetzt! Oh, he dead. Oh, ohne Scheiß, mir wird echt schwindelig hier. Kann ich den Schild nicht mal ein bisschen länger behalten? I would really like that. Oh mein Gott, mir wird gerade echt schwindelig. Ich krieg gerade echt Motion Sickness. Oh yes, Energie. Ach, come on.
Oh ja! Attack, bash mich! Ja, ist halt eins der ersten, ne? Komm jetzt. Ja, die kommen wieder alle. Eieiei. Speedrun Strats. Es sei denn, der glitscht sich jetzt irgendwo fest. Alter! Oh mein Gott, das Sven. Ihr klingt aber auch echt merkwürdig. Nur mal so nebenbei. Ja, dreh durch. Ist okay. And then... die. Aha! Scheiße, er macht den Buddler. Niemand untergräbt ihn. He dead. Nur noch einer. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Musik gekillt. Komm her jetzt. Yay, I did it! Yeah. Eine Krana. Du hältst nichts in der Hand, Dude. Oh, das Ding ist unter dir. Das muss ich den anderen sagen. Es liegt immer noch auf und du glitscht durch den Boden. Ich untersuchte die Totems und da schwebte eine großartige Kanoi-Maske über der Lava. Geh zurück zum Koro. Es ist gefährlich hier. Was? Möchtest du speichern? Ja, I guess. Diesen Spiel mal. Ja, warum ist das immer automatisch auf Nein? Oh, this game. Oh, this game's weird. I somehow like it, though. I somehow like it, though. Kopaka, mein Bruder. Ich kenne das Geheimnis der Macht der Borok. Das ist auch ihre Schwäche. Nehmt ihnen die Krana. Ich verfolge nun einen Borok auf dem Weg zum Kini. Es ist nicht viel Zeit. Okay, dude, you do that. Drücke, um schneller oder langsamer zu werden. Ach du Scheiße. Ich werde weder langsamer noch werde ich schneller, mein Spiel. But thanks for trying, though. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, this is the part where I don't give a shit anymore und mach's nicht mehr 100%. Weil weiße Kristalle auf weißem Grund. How are you supposed to see this shit? Ich kann die Dinger kaum sehen. Da war angeblich ein Kristall. Okay, this is... Das ist der Punkt. Ja, da, da, da. Alle verpasst. Ich hab einen. Ja, das... Das ist der Punkt, wo ich mir sag so, you know what? Warum um alles in der... Da waren auch welche. Okay. Dieses Spiel ist eine 100% absolute Bullshit. Und was ist das da unten? Wieso existiert es? Ich meine, die Stage an sich ist ja irgendwo cool. Ah, okay, gut. Nee, nicht so ungut. Aber irgendwie abbremsen ist non-existent.
Schneller werden ist nicht wirklich da. Jetzt sieht man sie auf. Ja, jetzt sieht man sie auch. Aber eben gerade, das konntest du vergessen. Das konntest. Ja, jetzt siehst du alle. Ja, so muss Level. This is how you do Level Design. This is how you do it. Okay, aber. Jetzt trotzdem, wenn wirklich nur 100 hier sein sollen, ne? I'm dead. I can't see shit. Und jetzt kriege ich nicht mehr genug Speed rein und sterbe. What? Wo starte ich jetzt? Am Anfang. Am Anfang. What? Soll das da unten jetzt ein... Soll das eine Art Zeitlimit sein? Habe ich nur eine bestimmte... die sieht man echt nicht. Check this shit out. Da sind welche, ja. Hier war ich der Praktikant zugange. Aber ich glaube, es gibt mehr als... Hier muss es mehr als 100 geben. Die können nicht von dir Mama, von dem Kind erwarten, dass es den weißen Adler auf weißem Grund erkennt. Während die sich denken, ja geil, Ice Mountain, we almost died. Ja, manchmal haben die ein bisschen magnetische Anziehung, aber auch nur manchmal. Oh, fuck. Ich habe mehr als letztes Mal, I think. Und ja, überall diese Krabbelfiecher, ne? Ich meine, von der Idee her ist es ja cool, ne? Aber die Umsetzung ist irgendwie erst ab der Hälfte richtig gut. Wo du denn die Dinger... Hier sind noch ganz außen welche gewesen. Die habe ich nicht mal gesehen eben gerade, oder? Ich habe jetzt schon gleich 50. Und habe diesmal noch volle Energie, weil ich diesmal mehr weiß, was ich tun muss. Ich weiß nicht, seid ihr gut? Seid ihr böse? Seid ihr einfach nur retarded und fetzt hier durch die Gegend? In der ewig währenden Bedrohung, bald nahezu drauf zu gehen? Okay, how is this possible? Wie soll dieser Sprung hier machbar sein? Okay, ganz am Ende, wirklich allerletzte Sekunde darfst du nur springen. Anders kannst du das vergessen. Oh Gott. Oh mein Gott. Bitte sag mir, das gibt hier noch welche, ich meine. Lego Racers 2 habe ich nicht. Der Borok hat sich durch diesen Fels gegraben. Ich fürchte, er steuert auf Kokoro zu. Ich meine, ich habe hier Lego Drone Racers. Das ist sowas ähnliches, I guess. Ja, cooler mal langsam los. Und tschüss. Ah, geil. Ein rollender Bohrer ist vor Angriffen sicher. Aktiviere dein Schild, um in die Luft zu stoßen. Okay, dann. Oh mein... Oh, was? Was ist das? What is this? Why does it exist? Okay, es gibt weit mehr als 100. Entweder hat das Kapitel jetzt dann auch weit mehr als 100, oder... Weil das... Allein das hier. Ich kann so hoch nicht mal springen. Ah, da ist der. There's that cunt. Komm her.
Wow, okay. Komm her, Kumpel. Kannst du mal aufhören, durch die Luft zu hovern? Nice Bossfight. Lad. Oh Mann, this is priceless. Kopaka, Tor des Eises. Du hast unser Koro gerettet und wir danken dir dafür. Leider ist der Anführer des Schwarms den Berg hinabgeflüchtet. Dieser Weg ist äußerst tückisch. Boah, er ist tückisch. In letzter Zeit viele unnatürliche Erdrutsche. Nimm dich in Acht. Ich schwöre, meine Pflicht zu erfüllen. Okay, then. Geil, mehr Boarding Section. Oh ja, pass auf, den bringen wir um. Es ist äußerst tückisch. Oh Gott, so eine Aktion jetzt. Es steuert sich, by the way, wie es aussieht. Sehr, sehr nicht schön. Das hat mich zwar definitiv getroffen, aber ja, mein Gott, ich beschwere mich ja nicht, ne? Das hat mich auch definitiv... Ach, die machen mich nur... Ja, okay. Die machen mich nur langsamer, aber ich outspeede das Ding trotzdem bei weitem. Bis zu dem Moment, wo sich das Spiel denkt, fuck it? Oder auch nicht? Okay, gut. So, ich bin jetzt so weit runtergerutscht. Bin ich jetzt mittlerweile im Erdkern? Ich wollte dich vor dem Felsen warnen, doch ich war zu spät. Der Borok ist in diese Höhle geflohen. Ah, geil. Auf zum Erdkern we go. Oh, come on. Really? Ow. Wow. Was? Ach, da komm. Die kannst du kaum sehen. Ah. Derselbe Bossfight nochmal, ey. Na, komm mal her. Komm mal her, Kleiner. Komm mal her, du rollender Schmoggo. Also angeblich bin ich gerade im Tal. Aber ich fahre so weit runter, ich müsste mittlerweile schon Erdkernstatus erreicht haben. It's dead. Er hat sich gedacht, Gott, ich schmeiß, glaube ich, nicht nochmal einen Felsbrocken nach ihm. Das war irgendwo retarded. Ich muss sofort zurück zu den anderen. Das Ding ist klar noch am Leben. Es gibt echt 200. Leck mich fett. Gut, dass es mir absolut scheißegal ist. To be honest, gut, dass es mir absolut scheißegal ist. Wo habt ihr jetzt die anderen her? Ah, okay. Deswegen also. Aber darf ich mal eine kurze Trivia einwerfen? Waren das nicht ursprünglich die... War das nicht im Film Prequel mit den Masken? Kann mir das einer gerade bestätigen? Bionicle Lore?
Weil ich war der Meinung, dass die Dinger Prequels waren. So, yeah. I'm not sure. Der sieht jedoch cool aus. Ich mag mich verändert haben, Turaga no Kama, aber die Liebe zu meinem Volk ist dieselbe. Und doch ist nicht alles in Ordnung. Die Buruk-Kal sind der gefährlichste Feind, den wir kennen. Sie drohen, uns alle zu besiegen. Hab keine Angst. Meine Nuva-Macht überwindet jedes Hindernis. Ja, eben, das, die zweite Gen war doch Prequel. Oder bin ich jetzt komplett retardo? Zumindest soweit ich mich noch an meine Kindheit erinnern kann. Oh, Johnny Boy. Wieso klingt ihr Sprungdings so unglaublich bitcrushed? Metonui kam nach Tor des Lichts und das war Prequel. Ui. Die diepe, diepe Bionicle-Lore. Stecken sich überall. Im Wasser hältst du gedrückt, um schnell zu schwimmen. Mit Doppelsprung. Er lässt uns was an der Vorstellung. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Wasserphysik. Oh mein Gott. Es fühlt sich an, als wärst du ein Fisch. Ein Fisch, der versagt, aus dem Wasser zu kommen. Oh mein Gott, was? Ich finde es vor allem geil, wie ihre Waffen instant als Flossen sind, was ja damals tatsächlich machbar war. Aber... Na komm. Yippie! Aber instant sind sie wieder, sobald du die Wasseroberfläche berührst, sind sie wieder in ihrer Hand. This is weird. This is so weird. Kannst du... Oh mein Gott, Kamera. I just turned dark for a second. Oh Gott, diese Schwimmphysics. Die sind so merkwürdig. Das glaubt ihr nicht. Das sind so merkwürdige Schwimmphysics. Schmockmock. Wieso würde es mich auch nicht wundern, wenn es hier irgendwelche übelsten Killer-Glitches gäbe? Oh boy. Where do I go? Where do I go? Wants to live. Ah, hier. Yippie! Befinden sich überall, meistens allerdings auf deinem Weg. Woher weißt du, wie sich ein Fisch fühlt? Ich weiß eine Menge. Ich weiß eine Menge, meine Freunde. I know lots of things. Fuck. Vor allem die Tatsache, dass du nicht hoch und runter schwimmen kannst. Oh mein Gott, nein. Du musst von einer gewissen Höhe springen, damit du eine gewisse Tiefe erreichst, einfach was Wasser angeht. Das ist...
Helga, ich wette, wenn du von hier oben tauchst, könntest du den Boden Aurons erreichen. Ihr könntet auch weniger faul sein und tatsächliche Schwimmphysics programmieren. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Just an idea. Oh, das Schlimme ist, ich krieg gerade wirklich Motion Sickness von dem Spiel hier. I basically did not that. Oh mein Gott. Ja, ich muss wissen, dass da noch mehr. Oh. Cool. Und da ist in diesem Käfig dunkle Energie eingesperrt und wer können sie dich daraus befreien? Okay. Nova Blast. Was? Mein Freund, das, was du mir gerade gesagt hast, funktioniert nicht. It does not, and I repeat, does not work. Oh mein Gott. Okay, es funktioniert doch. Ich hab nichts gesagt. Genki-Dama! Okay. Hey, du Schwimmzeichen. Das ist so cool. Mhm, ich hab dich gerade befreit. Geht's dir sonst gut? Ja, Mensch, dann ist ja schön. Schön, mein Freund. Ja, wunderschön. You fucking twat. Okay, fuck, bye. I'm outie. Irgendwie hier. Geh aus dem Wasser, du Nuss. Geh aus dem Wasser, you daft cunt. God damn it. Ich merke irgendwo, wo sie hier mit dem Ganzen hin wollten. Es ist irgendwie ein Plattformer, wo du konstant Saya spielst. Nur ohne ihre Ulti, also quasi das Einzige, was Saya witzig macht. Und die Schwimmphysik, Alter. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich einfach dieses Level rushen soll. Und ich glaube, ich mache das auch. Ich meine, seien wir jetzt mal ehrlich. Bringt uns 100% hier irgendwas? Kann uns gerade irgendwer bestätigen, was uns 100% bringt? Außer Depression und Zooms. Warum zoomt das Spiel an alles, was es findet, ran? I don't get it. Weil ehrlich gesagt sind mir diese Dinger, die ich hier finde, absolut Scharnurz. Ah, okay. Ich kann diesen Supermove jetzt gerade nicht mehr einsetzen. Jetzt darf ich's. So. Vielleicht Extras. Why does this not work? Okay, es funktioniert nur manchmal. Wuhu! Ein kleiner Zappler. Für Galerie. Ah, wunderbar. Damn nice Bionicle Extras. Oh Mann. Ich meine, von wann ist das Spiel? Ich meine, ich erwarte, glaube ich, immer noch zu viel. Ich guck gerade mal.
Ich guck gerade mal kurz. 2003. This is 2003, my children. This is 2003. The world has just come to an end. Ja, da oben ist aber I don't fucking care. Okay. Ey, ich wundere mich, warum ich hier in diesem Spiel Motion Sickness kriege. Die Kamera ist ja überall. Habe ich gerade mehr abge... Wo hat sie die Propeller an ihrer Hand her? Ist dieser Fischmensch tatsächlich sogar zu faul zum selber schwimmen? You know what? Speedrun. Speedrun all in this. Oh Gott. Ach shit, hier ist nur so ein... Hier ist nur so ein Pimmler. Der Pimmler! Ich find's geil, wie dieser Move nur dann funktioniert, wenn er funktionieren möchte. Ich soll jetzt hier einzelnen Hinweise. Gott, eine Maske sammeln, dann Boroks klatschen. Soll ich da Boroks klatschen, Tor, Lichts finden, Makuta klatschen. Also irgendwie besteht die gesamte Story da drin, irgendwen zu klatschen. Weißt du, es ist genau wie in Dragon Ball. Saiyajins tauchen auf, alle finden das scheiße und besiegen sie und vertreiben sie. Cell denkt sich, boah, geil. Nee, Freezer denkt sich, boah, geil. Awesome World, alle finden das nicht so toll, gehen zu ihm hin und hauen ihn. And the list goes on. Vor allem, jetzt mal, um mal wieder fair zu sein in diesem Spiel gegenüber, ne? Es hat, für ein Kinderspiel hat es echt Potenzial eigentlich. Da ist echt eine Menge zu sammeln, eine Menge zu finden. Die Wassersteuerung, though, gibt mir gerade echt, gibt mir echt gerade Krankheiten. Weil aus dem Wasser zu kommen, ist echt ein Krampf. I tell ya. Also aus dem Wasser zu kommen, ist echt, echt eine Challenge. Wie die Musik auch immer loopt. Ich finde das geil. Where do I fucking go? Where do I fucking go? I can't see shit. Doch ins Wasser? Oh, ach so. It activated the Sook for a brief moment and then it decided to die. Okay. This is fine. Oh, stimmt, ich kann schneller schwimmen. Ich Depp. Hat man mir doch gesagt. Ich will nur nach oben oder unten schwimmen können, frei. Das ist. Where the fuck do I go? Bin ich so retarded? Bin ich das? I don't know. Flachkörper machen. Flachkörper machen. Dort war geil. Weil ich habe echt das Gefühl, ich muss hier einfach Flachkörper machen. Aber die Kamera... Ich meine, da ist was. Hier. Da, sie taucht irgendwie automatisch auf. Das ist... Oh Gott, geh da bitte. Oh Gott. Aus dem Wasser rauskommen ist echt eine Folter. Hier ist nichts hinter Ida und Steven. I don't get it. Wieso? Da komme ich ja nicht hin. Das ist ja das. Und von da komme ich. Auf den blauen Turm, aber wie? How? I don't get it. Kann ich einfach nicht hier? Warte mal, hier kann ich doch nochmal. Hier kann ich doch raus. Ist er durch die Pfeile ge. Ach, guck mal, hier kann ich hoch.
Caddy ho. Geht tot. So. Ja, anderes Spiel. Sehr bald, ja. Wenn wir daheim können. Oh, come on, really? Ich find's auch geil, wie die Musik immer abbricht, nur damit sie dann. Ne. Moment, das heißt, das Spiel will jetzt, dass ich Backtracking veranstalte? Mir fehlen zwei. Auf einmal sind diese Missgeburten Pflicht. Okay. Fuck this game. Fuck this game. Fuck this game. Game this fuck. Okay, fuck.